Scheiße geil. Alles voll. Leider geil. Überall nur Äpfel. Und alle sind so noch gut. Wir sind uns hier voll am Durchfressen. Hallo. Das sind alles voll die geilen alten Sorten hier. Und wir sind hier so mitten im Nichts einfach, mitten im Nirgendwo. Und hier stehen einfach so voll die Äpfelbäume mit voll den perfektesten Sorten, die ich so je gegessen habe einfach. Ich habe euch ja gesagt, ich bin umgezogen, ne? Also hinten steht eine alte Bruchhütte. Da gehen wir dann nachher auch nochmal rein. Und jetzt sammle ich erstmal schön weiter Äpfel. Alles kostenlos. Warum muss ich jetzt an Blair Witch Project denken? Das ist nicht schön. Weiß nicht. Das ist irgendwie ein neuer Film, glaube ich. Absolut keine Lust, diesen Film zu gucken. Ich habe genug Horrorfilme in meinem Leben gesehen. Beschlossen, dass das nichts für mich ist. Nein. Nach zu vielen, die wirklich nicht gut waren. Für mich jedenfalls nicht. Sie absolut nicht. So, jetzt sind wir in der Hütte mit offenem Dach. Ich habe gesagt, ich bin umgezogen. Der Bodenschutz hat zwar ein bisschen teilweise ein manchmal, aber passt schon. Hier eine Menge Stroh, Fenster. Da geht es nochmal hoch. Man kann es leider sehr schlecht sehen auf meiner Handykamera. Auf jeden Fall hier halt der Dachboden. Alles eingestürzt und so weiter. War ziemlich cool. Alte Truhen. Hier müsste man nachts sein. Man sieht hier viel weniger als ich mit meinem Auge sehe. Wegen dieser schlechten Kamera. Deswegen filme ich mal unten weiter. Jetzt hier in der Bude. Jetzt mache ich hier mein Säftchen von den geilen Äpfeln. Und sonst sieht man hier nicht viel in der Bude. Auch den Nico nicht, der gerade vor euch steht. Säft. Bäm. Ich muss den vorher erst wieder säubern. Das ist verstopft. So reif. Ist das schwer, das alles da rauszumachen, wenn man es komplett sauber machen will, oder geht das? Das geht in 2 Minuten eigentlich. Ich muss mal ein Gruppenfoto machen. Habt ihr Lust? Hier vorne das Teil halt zum Abmachen. Das ist zu dunkel, oder? Ja, drin ist zu dunkel. Und dann gibt es einfach das Sieb, das Innensieb. Das hole ich jetzt einfach nur so raus und da gibt es dann einfach so eine Zahnbürste oder irgendeine Putzbürste halt. Das kann man dann eben ein paar Sekunden eigentlich sauber machen unter Wasser.
Und dann gibt es die Entsaftungsschnecke. Und dann einfach nur das Hauptteil, das war's. Das würde ich sauer machen. Mhm. Ich hatte mal von jemandem so eine elektrische Entsaftungsmaschine bekommen. Das war grausam mit dem Säubern. Ja. Das habe ich einmal gemacht und nicht mehr. Da ist sowas wahrscheinlich echt viel praktischer. Das hier ist die Setz da und kostet eigentlich 980 und ich habe die bei eBay. Nur ein paar Mal wurde die gebraucht für 30 Euro circa. Und wenn die Äpfel jetzt nicht komplett extrem reif sind, was eigentlich kein Apfel ist, außer wenn es Fallobst ist, dann kann der Äpfel auch ziemlich anstandslos im Saft sein. Aber wenn die halt zu weich werden, dann stopft er irgendwann. Mhm. Hm. Hat aber ansonsten eigentlich einen ziemlich trockenen Trester. Lecker. Den Beutel dahin gelegt. Und es dann abreißt. Ja. Apfelwolf. Ein Apfelwolf, ja, der da rauskommt. Ja. Ich will ja nicht Fleischwolf sagen. Ich hab's noch gar nicht erzählt, wo wir hier sind. Apfelfleischwolf. Lädt das hoch oder das Video? Nee, ich hab noch keinen Kanal. Dann lade ich so in einem Jahr hoch und sag's mal auf dem Video, ich hab noch keinen Kanal. Ja. Ja, vielleicht kannst du mir das mal schicken oder so. Klar. Ich muss bloß mein Gelaber rausschneiden. Ja, kein Problem. Ich bin noch kein Profi. Ich auch nicht, will ich auch nicht sein. Da hab ich auch keinen Bock drauf. Macht das bisher eigentlich nur aus Spaß. Und ja, das sollte man auch beibehalten, auch nicht. Ja. Und vielleicht ein bisschen zur Erinnerung, weil man hat es auch im Kopf, aber ja. Ich finde es auch so schön. Ich muss diesen technischen Geschichten noch ein bisschen mehr entsagen dann. Hallo! Ja, ich wollte auch gleich ringsrum laufen und dann... dekorieren. Danke. Ich muss mal gucken, ob ich eine bessere Apfelsorte finde in meinem Beutel. Kannst du außen kurz filmen? Kannst du machen. Ich habe nicht Hoden gesagt. Ja, von außen ist besser, ja. Es tropft. Genial. Hast du auf den Hoden gedrückt? Scheiße. Ja. Drück mal auf den Hoden, Nico. Hm. Da ist nichts Rotes mehr. Ich habe Hoden gesagt, aber ich habe alle Hoden verstanden. Roten Hoden. Ja, ja. Ja. Dann hat was mal Hoden. Genial. Pflanzt mal was in eure Blumentöpfe her. Eine Schürze mit Blumen. Eine Schürze mit Blumen, ja. Einen hab ich noch. Blumen. Marvin, das kannst du dir umhängen. Stopp. Da wächst noch. Es gibt so viele schöne Sachen, die dem Besitzer vielleicht mal was bedeutet haben. Ey. Und die liegen einfach nur so dreckig rum. Ja, ne? Ich finde halt diese Vase hier drüben cool. Der Stock einfach nur. Ja, das ist schön. Oh, das ist schon. Ja, das ist doch wieder ein bisschen verstopft. So, blub. Ne, da kommt nichts. Sieht schon wieder aus wie eine interessante Felsformation. Na, lassen wir das. Mach ja Mist. Zuhause. Nicht, dass es... Mein Zuhause? Ja. Das ist nicht die Kuder. Rein. Du filmst das nicht gerade, oder? Doch. Alles dokumentieren. Wie heißt denn dieser gruselige Charakter aus das kalte Herz, was jetzt irgendwie neu verfilmt wurde?
Keine Ahnung. Ich glaube, der wird von Moritz Bleibtreu oder so gespielt. Welcher Autor ist das denn? Weiß ich nicht. Das war irgendein Film, den es auch schon in der DDR gab. Ach so. Oh Gott, das dürfen wir niemals veröffentlichen. Das ist schlimm, dass ich das nicht wirklich weiß. Kannst du rausschneiden. Ja. Oha. Aber das ist cool, dass man das, dass das nicht mit Strom funktioniert, sondern dass man ja das einfach nur abwaschen kauft und dann ist gut. Aber zu Hause haben nicht ziemlich die Äpfel durch seine elektrische Jagen, weil die einfach hier zu reif sind. Mhm. Und sie einfach nur matschen. Also der braucht halt was Festes, was er fassen kann. Mhm. Ich fasse es nicht. Drink the cyanide. Cheers, motherfucker. Ein Stückchen. Naja, die Deko kann man ja stehen lassen. Ja. Und so direkt wieder auf, hier hat jemand mal Apfelsaft gemacht. Juhu. Was? Das hier willst du hier lassen? Hä? Willst du das hier da lassen? Das? Ja. Genau. Lecker. Das ist scheiße. Nom, nom, nom. Fotos! Oh, der Wald. Yeah. Matsche. Ich bin schon mittendrin.